Hallo meine Lieben, ihr seht mich heute noch mit Schal und mit Cardigan. Ja, aber es geht jetzt Richtung Düsseldorf zum Flughafen. Wir fahren ja zum Glück von Köln nicht so lange und ja, Noah hört hier hinter mir, der ist auch schon gut drauf. Hab ihm versprochen, dass es heute auf ein Piratenschiff geht. Also heute besteigen wir die Mein Schiff 4 in Gran Canaria oder auf Gran Canaria. Und dann machen wir eine Kanaren trifft Marokko Tour. Ich nehme euch mit, wünsche euch viel Spaß und ja, seid gespannt auf alles, was wir erleben. Das sind wir auch. Bis dann. Meine Lieben, ich verrate euch ein Geheimnis. Wir werden immer wieder gefragt, ja, wie ist das denn auf Kreuzfahrt? Da ist es doch immer bestimmt total voll und total viele Massen und bestimmt so ein Gedränge und so viele Leute. Das ist doch bestimmt total doof. Ich kann euch nur sagen, ich finde es ja irgendwie witzig, dass so viele so voreingenommen sind. Umso besser für uns, denn für uns ist es die entspannteste Art zu reisen. Es ist so top organisiert von der TUI. Ich kann nur sagen, wir lieben das total, auf hoher See zu sein. Wir lieben die ursprüngliche Art des Reisens, auf dem Wasser zu sein, nah am Wasser zu sein. Wir lieben die Häfen besuchen. Das hat immer ein bisschen was, ein Stück weit von Weltreise, die man sich so mit den Jahren zusammensetzen kann. Und es macht einfach nur Spaß. Vor allem, man kommt als Familie auch mal wirklich bei sich an. Man hat auch mal Zeit wieder als Mann und Frau. Zum Thema Kids Club werde ich noch mal ein gesondertes Video machen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Und hier kommt die Kabine. So, ein spannender Moment. Wir betreten unsere Kabine. So, wo denn da? Jetzt ist hier vorbei. So, ihr Lieben, hier kommen wir ins Bad. Das ist unser Badezimmer. Hier ist die Dusche, 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 Dusche. Und Handtücher, Toilette. Wupp, wupp. Hallo. Zeige ich euch mal die Kabine. Da ist schon das Bett für Noah ausgebreitet. Ja, das ist eine klassische Balkonkabine auf Deck 8. Wunderschön mit Staufächern und mein Mann ist gerade direkt durch auf zum Balkon gelaufen. So, ihr Lieben, Noah schläft hier gerade. Hier ist unser Flachbildfernseher. Jo, da drüben seht ihr mich in der Spiegelung. Uhu. So, ich gehe jetzt mal, ich ziehe jetzt mal den Noah ein bisschen zurück. So. So, ihr seht jetzt auch nochmal, da vorne die Nespresso und ein Schreibtisch, Schminktisch, whatever. Alles sehr schön, sehr modern. Gefällt mir sehr gut. Ach, ein Bild von der Titanic, wunderbar. Und hier nochmal das Bett aus einer anderen Perspektive. Nur da vorne. Also klein, aber fein. Das ist übrigens eine Couch, eine Schlafcouch. Und die kann man ausziehen zu einem Doppelbett sozusagen. Ja, die Betthupferl von der Mein Schiff, die gibt es auch immer. Jeden Tag gibt es die. So, und da ist er. Hallo. Hi. Unser Balkon. Ahoi. So, ihr Hübschen, wir sind endlich angekommen. Jetzt ist der Kleine im Bus auf dem Weg vom Flughafen in den Terminalhafen eingeschlafen. Check-in ging super schnell. Ja, da bin ich ganz happy drüber. Wir haben jetzt richtig Hunger. Wir werden jetzt mal uns hier kurz ein bisschen frisch machen. Ja, die Haare nochmal hier, meine Zuselhaare. Mal kurz ein bisschen zurecht machen. Und dann werden wir mal was Leckeres essen. Und ja, und werden danach um 21.45 Uhr, ist es Pflicht, wir müssen zur Seenotrettungsübung natürlich. Und dann werden wir den Abend ganz gemächlich ausklingen lassen. Und dann freuen wir uns schon auf den Seetag morgen. Entspannung, yay! So, ich zeige euch jetzt noch mal kurz den Hafen. Es folgt nun ein ganz besonderer Moment, denn die Kreuzfahrtdirektorin begrüßt nun alle Passagiere und die Passagiere begrüßen mit einem tosenden Applaus die komplette Crewbesatzung. Ein ganz besonderer Moment beim Auslaufen aus dem Hafen von Gran Canaria. So, und jetzt nehme ich euch mit hier in die Diamantbar. Es ist alles noch ganz ruhig. Alle Leute pennen, wir Eltern, die eh schon seit 5 Uhr wach sind.
Wir sind schon längst auf Beinen, auf den Beinen. Hier draußen ist noch ein schöner Außenbereich. Hier vorne sieht man sogar Rettungsboote. Die hängen dort. Wir sind jetzt gerade auf Deck 5. Und das ist der Bereich, wo die Rettungsboote hängen. Ja, und... Huch, Leute, es wackelt gerade. Deswegen sorry fürs Bild. Und das ist hier diese schöne Bar. Das sieht ja toll aus. Auch hier oben mit der Dekoration. Und jetzt laufen wir Richtung Große Freiheit. Richtung Diamantbar, Surf and Turf, Richards, Champagner-Treff und Kaffee-Lounge. Und die Kaffee-Lounge heute, ich sag's euch, hat den besten Kaffee hier auf dem ganzen Schiff. Ja, den Tipp habe ich von einer lieben, lieben Freundin bekommen. Und hier ist das Surf and Turf. Hier hängen schon die Fleischstücke, die hübschen. Und hier in der Aussage kommen dann nachher nochmal die besonderen einzelnen Fleischstücke rein, die auch noch zusätzlich kommen. Lamm und auch irgendwelche anderen Filets vom Rind, Wagyu Steaks und so weiter. Also abgefahren. So, das ist die Diamantbar und den laufen wir mal rein. Da zeige ich sie euch mal. Sieht schon schön aus hier. Guck mal hier. Das ist der Vorteil, wenn man so früh wach ist und die halbe Welt noch pennt. Morgen! Und das ist das Surf and Turf. Ein Blick reingeworfen. Das ist das Surf and Turf, das Steakhouse. Es ist noch nicht so beleuchtet, deswegen seht ihr das nicht. Und man hat immer Blick aufs Wasser. Wunderschön. Und hier gibt es die besten Steaks auf hoher See. So, und nun gehen wir in die Kaffee-Lounge. Das ist immer sehr, sehr schön morgens. Da hört man klassische Klänge oder einfach mal ein bisschen Frank Sinatra. Das genießen wir sehr. Und hier draußen seht ihr dahinter, hinter praktisch dem Diamanten, diese Glasscheibe, sieht man auch den Außenbereich vom Diamanten, der ist sehr schön. Und da unten in der Kaffee-Lounge, da sitzt auch schon mein Mann mit dem kleinen Noah. Und Noah, wie immer, im BVB-Dress. Leute, der hat nur ein T-Shirt, ich sag's euch. So, ihr Süßen, ich werde jetzt mal runtergehen, meinen leckeren Kaffee genießen und dann werde ich nachher auf jeden Fall einen Sportkurs wieder machen. Es ist echt super hier an Bord, das Sportangebot. Ich liebe es. Das zeige ich euch jetzt nochmal eben. Das lieben wir total. Und ganz nah am Wasser. Leute, das ist ein Blick, morgens einen Kaffee zu trinken. Super geil. So, und jetzt nehme ich euch mit zum Familienfrühstück mit Captain Sharky im Atlantik Mediterran. Das ist ja toll. So, jetzt befinden wir uns im Atlantik Mediterran hier draußen. Ihr seht es jetzt leider nicht wegen der Spiegelung, aber draußen das Wasser, das sieht so toll aus, wenn man hier sitzt und einfach aufs offene Meer schaut. Das ist einfach fantastisch. So, und wir gehen jetzt da drüben, ganz am Ende, da ist für uns eingedeckt. Es findet heute ein Familienfrühstück statt mit Captain Sharky. So, ich gehe mal durch. Ich zeige euch das jetzt mal, ich nehme euch mal mit. Leute, für Eltern mit Kindern ist das einfach der perfekte Urlaub. Aha, was ist denn hier? Schöne Teller. Ach, guck mal, da haben sie schon für uns eingedeckt. Für die Eltern mit den Kindern, wie süß. So, und das zeige ich euch jetzt mal hier. Joghurt mit Müslis und mit Getränken. Und noch mehr Joghurt mit Obsteinlagen. Bisschen Gemüse für die Kinder. Bisschen Obst für die Kinder. Brötchen, Butter, frisch geschnittenes Obst, Lachs. Alles das, was das Herz begehrt. Ja, ich sag's euch, meine Lieben, da wo Captain Sharky ist, da gibt es Happy Kids und dann dementsprechend Happy Eltern. Also wir genießen die Seetage total an Bord und es ist immer wieder super entspannend. Vor allem auch mal als Mann- und Frau-Zeit gemeinsam die Zeit genießen an Bord. Die Kinder sind top betreut im Kids Club. Zum Kids Club werde ich nochmal ein gesondertes Video machen. Und ja, wir haben natürlich die Zeit dann auch genutzt. Wir waren Sport machen, wir haben lecker gegessen. Der kleine Mann ist dann mit dem Kids Club essen gewesen. Und ja, wir haben wirklich auch mal Elternzeit gehabt für uns alleine. Das war zwar sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber einfach nur schön. Man musste sich wirklich erstmal an die Zweisamkeit gewöhnen. Ich sag's euch, ja. Hier zeige ich euch nochmal einen Blick aus dem Abendprogramm und
Wir konnten sogar, als der kleine Mann geschlafen hat, mit dem Babyphone sogar eine Show besuchen. Und hier zeige ich euch einen kleinen Ausschnitt daraus. Ja, ihr seht, sehr entspannt für Familien. Alle kommen auf ihre Kosten, Kinder und Eltern. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren nächsten Videos. Schenkt mir einen Daumen hoch und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann holt es mal schnell nach. Bis dann!